Wir haben in der Ausstellung zu Marilyn Monroe einige Objekte, die ganz nah an diese historische Figur heranführen, unter anderem eben die Lockenwickler. Darin enthalten noch Haare von Marilyn Monroe. Und das macht es natürlich für Sammler, Fans, Cineasten besonders spektakulär, dass man so authentisches Material von Marilyn Monroe noch erhalten hat und hier in der Ausstellung anschauen kann. Es gibt sicher viele Gründe, in diese Ausstellung zu gehen. Man lernt Marilyn Monroe von ihrer unbekannten Seite kennen, man kommt viel näher hinter die Fassade und lernt Marilyn Monroe als Mensch kennen, auch den Aufstieg, der aus ärmsten Verhältnissen begonnen hat und dann eben zum bedeutendsten Hollywood-Star ihrer Zeit geführt hat. Das macht es spannend nachzuvollziehen, aber natürlich auch das tragische Ende, das diese Filmschauspielerin genommen hat. Also wir sind hier in der Katharinenkapelle des Domes, das ist unsere Reliquienkapelle. Hier sind verschiedene Reliquien, aber wir stehen hier am Gefäß für die heilige Elisabeth. Hier ist aufbewahrt ein Stück ihres Brautkleides. Sie hat mit 14 Jahren geheiratet, 1221. Und dieses Stück ist durch einen Bischof, der in Speyer Bischof war und aus München stammte, aus einem Benediktinerkloster, das mit Andechs zu tun hat, hergekommen. Und Andechs ist quasi auch die Familie, die Fürsten von Andechs und Meran, aus dieser stammt die heilige Elisabeth und hat eben diese Beziehung jetzt zu uns in dieser Form. Ein Stück des Brautkleides, das sie getragen hat, als sie mit König Ludwig von Thüringen auf der Wartburg verheiratet wurde, mit 14 Jahren.